Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Scrap Mechanic! Wuhu! Schön, dass ihr eingestellt habt. Ich bin euer Xauk und wir legen auch gleich los, liebe Leute. Und zwar heute wieder ein normales Xarok baut. Und zwar, wie versprochen, die Eisenbahnwelt. Und zwar habe ich jetzt schon mal ein bisschen was vorbereitet. Man sieht ja jetzt hier so ein bisschen was. Man sieht hier, wir haben hier mal so Kanäle, also so links und rechts Bäume, ne? Wo man schön dann durchbauen können. Und dann sind da immer so ein paar leere Flächen. Und ich möchte eine Eisenbahnwelt bauen. Wird sehr spannend. Kann ich schon mal so versprechen. Und wir müssen mal gucken, wie wir das jetzt machen. Denn ich will ja nicht nur eine Gleise bauen, sondern auch theoretisch Weichen bauen, dass auch die Züge irgendwie auf dieselbe irgendwie fahren können. Das sehen wir dann irgendwie. So, und jetzt müssen wir nur mal schauen, wie wir da anfangen mit dem Bauen. Weil wir können ja jetzt nicht einfach irgendwo anfangen, dann passt das irgendwie nicht mehr. Deswegen laufen wir jetzt mal, obwohl, hier könnten wir vielleicht sogar hier an der Ecke hier, könnten wir vielleicht sogar anfangen. Müssen wir mal schauen. Notfalls muss man halt ein bisschen was verschieben. Und ich bin sehr, sehr, sehr dankbar, denn manche haben mir gesagt, Xauk, Xauk, schau nochmal nach, da gibt es Kurven und so. Und das funktioniert auch. Und dann habe ich nachgesehen und dann habe ich gesehen, man abonniert nicht nur die Mod, sondern man abonniert auch zwei Kreationen. Finde ich sehr lustig. Ich weiß nicht, wie er das gemacht hat, aber das finde ich cool. Und da ist ja eine fertige Kurve drin, wie man hier sehen kann, die auch perfekt passt. Und auch hier eine Gerade, die, das ist ja jetzt nicht das Problem, aber die Kurve war das Heiligtum für uns. Und das sieht echt cool aus. Ich kann es mir schon richtig geil vorstellen. Und zwar werden wir heute diese Gleise platzieren. Müssen wir nur gucken, wie wir anfangen. Also hier ist ja eigentlich ein Durchgang. Zumindest hatte ich das so geplant. Aus irgendeinem Grund stehen da aber Bäume. Aber man kommt hier so durch auf jeden Fall. Also wie gesagt, notfalls müssen wir noch mal ein bisschen wandern. Gut, man könnte ja auch zwischen den Bäumen durchbauen. Also hier hinten, da habe ich extra viel Platz gelassen, weil hier will ich dann so einen Bahnhof hinbauen. Und ich habe jetzt auch die Polygon-Mod reingenommen. Nee, habe ich nicht. Aber wollte ich noch, kann ich ja noch machen. Denn ich will mit Polygon dann die Gleise nachbauen, die wir so nicht bauen können. Also sowas wie Weichen oder wenn wir mal so eine Spurwechsel machen wollen oder sowas. Damit wir auch rüberkommen. Das ist ganz wichtig. So, dann legen wir mal die Gleise jetzt mal hier so hin. Um mal zu gucken, ob das überhaupt gehen würde. Ja, das würde da nämlich durchpassen. Und dann bauen wir hier jetzt unsere erste Gleise hin. Leute, ihr seid live dabei. Okay, nicht ganz live, aber ziemlich live. Wie wir die erste Gleise platzieren. So. Tada. Das ist die erste Gleise. Den Stein lassen wir hier so, damit wir immer wieder uns dran erinnern können, wie alles begann. So. Dann brauchen wir noch so eine. Jetzt bauen wir ganz viele schöne Strecken. Wir werden nach und nach immer wieder mal wahrscheinlich in kommenden Folgen Gleise entfernen und wieder hinplatzieren und mal wieder entfernen, damit das irgendwie alles dann passt. Und wie gesagt, wir wollen ja dann auch Weichen erstellen. Hier sehen wir schon mal, das funktioniert irgendwie nicht, weil wir hier scheinbar irgendwo dagegen kommen oder so. Was sehr seltsam ist. Eigentlich. Aber das funktioniert so nicht. Wir kommen da nicht dran. Gut, wir könnten. Oh. Muss man ja aufpassen. Wenn man die Gleise wegmacht, bleiben die Schienen bestehen. Dann müssen wir halt ein bisschen überwandern. Hier so hin. Könnte vielleicht eng werden mit dem Baum, aber müssen wir ausprobieren. Das ist jetzt halt
viel probieren. Aber wir kennen den Spruch. Probieren geht über Studieren, aber da kommen wir vorbei. Das ist okay. So, und jetzt müssen wir natürlich hoffen, dass wir da auch vorbeikommen. Schauen wir mal. Wir werden wahrscheinlich noch öfters an irgendwelchen blöden Stellen kommen, wo wir nicht vorbeikommen. Aber man sieht es, hier beginnt so ein kleiner Hügel. Ich hoffe, dass die zwei Blöcke weiter da drüben hinrutschen gereicht haben, um da jetzt lang zu bauen. Nein, es reicht nicht. Das ist scheiße. Es ist mir eh ein Rätsel. Warum zur Hölle stehen da Bäume? Ah, ich glaube, ich habe eine Vermutung. Okay, also das hier revidieren wir mal. Also hiermit hat es nicht begonnen. Sag mal, ich glaube, ich wollte hier so und dann kann ich da so rüber. Ich glaube, das ist der Plan. Machen wir mal hier so. Vielleicht ein bisschen weiter weg, nicht, dass wir dann mit der Höhe... Jo, sollte eigentlich kein Problem sein, aber wir gehen auf Nummer sicher. So. Ich bin eh gespannt. Wahrscheinlich hapert es dann eh wieder irgendwo anders da, aber gut. So. Dann probieren wir das. Da, 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 da. Ich fühle mich gerade wie ein Schienenbauer. Hey, das mache ich sogar auch. Oh, Wahnsinn. So, machst du jetzt dahin? So. So, jetzt kommt dann bald die erste Kurve ein, müssen wir noch draufkleistern. Oh, das wird geil, wenn wir dann hier mit Lokomotiven und was weiß ich alles hier dann so lang fahren. Oh, das wird so toll. So, schauen wir mal, passt das? Das sieht gut aus. Boah, das sieht jetzt schon einfach... aus. So, schauen wir mal. Ja, das sieht doch genau durch die Meter aus. Sehr schön. Wir könnten ja jetzt mal hier so hier das mal aneinander schmeißen. Hier so. Und das mal safen. Damit wir bisschen zügiger vorwärts kommen. Hier so gerade. 3x. So, waren noch 3, ne? Ja. Dann machen wir noch einen 6er. Ein 6er Lotto, weil jetzt sieht er ja, wir müssen ziemlich lange gerade bauen. Das ist jetzt ein 9er. 3er, 9er. Ja, ich glaube, länger muss es jetzt nicht sein. Da laufen wir auch viel zu viel dann immer. Klirr. Oh, das ist geil. Ich hoffe, da sieht man ja ein paar Bäume. Ich glaube, wir kommen genau dazwischen durch.
hier sieht man, da ist dann auch viel Platz, ne? Da will ich dann so einen Bahnhof auch noch hinmachen und so, vielleicht so ein kleines Örtchen. Und dann geht hier nochmal so eine Gleise da hinten lang und dann irgendwo so dahinter. Zeige ich euch aber auch noch, Ja, also heute bauen wir auf jeden Fall jede Menge Gleise. Hier den Berg habe ich bewusst hingemacht, damit nicht alles nach Bäumen aussieht, sondern dass auch hier so ein bisschen Berge sind, ne? Aber wir kommen hier gut durch. Und dann geht das bis dahinter so und dann geht das links. Und hier würde ich dann gerne die Gleise irgendwann nach dem Bahnhof dann zusammengehen lassen. So ist der Plan. Meistens kommt der Plan dann doch anders. Ja, auf einer Flat würde das natürlich super einfach gehen. Cool wäre, wenn man Blöcke setzen könnte und danach im World Editor nochmal verändern könnte. Das wäre geil. Dann würde ich drumherum, nachdem ich die Gleise gebaut habe, danach würde ich dann den Wald setzen. Dann könnte man natürlich noch viel enger und grüner und so bauen, aber das geht leider nicht. Schade eigentlich. So, genau. So, jetzt glaube ich, brauchen wir noch eins und dann geht das dahinter ziemlich lang. Gut, die war zu lang. Ah, ich kann aber trotzdem schon mal irgendwo hin platzieren. Ich brauche mal eh gleich. Ah, ich glaube, wir brauchen sogar mehr als eins. Nehmen wir mal drei. Notfalls kann man ja immer wegmachen. Das ist ja das Tolle. Wir können jederzeit wieder wegbasteln. Da geht ein Traum in Erfüllung. Ich wollte schon immer mal eine Eisenbahn bauen. So, ja, hier sieht man, ne, das ist zu weit. Der muss weichen. So, genau, und dann kommt hier jetzt die Kurve hin. Boah, das wird geil. Und dann, mein Plan ist es ja, ja, ich weiß nicht, ob wir das schon die Woche schaffen werden, aber mein Plan ist es, in den kommenden Tagen, warum ist da immer hier so, das ist immer so. Ich stehe hier gerade praktisch in der Luft, aber das Spiel sagt, nein, tust du nicht. So, da haben wir unsere Kurve. Juhu. Oh, das ist so phänomenal, liebe Leute. So phänomenal. So, hepp. Naja, auf jeden Fall will ich dann schauen. Vielleicht kann man ja schon am Montag anfangen, den Zug zu bauen. Ich will erstmal eine Runde bauen, ne? Die zweite Runde bauen wir dann mal anders da. Aber ich will jetzt erstmal eine Runde bauen, so dass wir eine schöne Strecke haben. Und dann will ich den Zug anfangen zu bauen. Ich muss früher ersetzen, sonst muss ich immer so weit latschen. Ba, 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 ba. Eigentlich kann ich jetzt, wenn ich den hier so gemacht habe, dann setze ich den nächsten. Dann muss ich nicht so, ich muss ja eh in die Richtung laufen. Dann laufe ich nur in die Richtung hier. La la la. Und dann kann ich den hier mitnehmen. So. Und direkt anschweißen. Das spart mir unglaublich viel Zeit. So. Nächsten setzen. Müssen wir aber mal gucken. So weit ist es nicht. Ich meine, da müssen wir schon wieder links rüber. Oh, und das wird so geil, Leute. Und wenn man dann hier so mit dem Zug... Oh, da geht ein Traum in Erfüllung. Ich meine, gerade bauen haben wir ja schon gemacht. Ich hatte ja mal eine schöne Lok, ne? Vielleicht erinnert ihr euch. Ich hatte ja mal eine richtig geile Lok. Aber die konnte halt keine Kurven fahren, ne? Und das Blöde war dann, die Bäume kamen halt recht schnell zum Vorschein. Und ja, dann war dann immer Ende. Und dann musste ich wieder rückwärts fahren. Und hier wird das so sein, dass ich immer... Ich könnte aussteigen und warten, bis der Zug wiederkommt. Das ist so toll. Ich habe ja sogar überlegt, weil ich ja gemeint habe, das soll so eine Art Mini-Eisenbahnlandschaft. Also ich will keine Riesenzüge bauen, ne? Ich will eigentlich nur, ja, hübsche, kleine Züge bauen. Und ich habe sogar überlegt, ob man das vielleicht irgendwie machen kann, dass man so ein Trafo hat. Kennt ihr das, so diese Trafos,
von diesen alten Eisenbahnen. Und dann, die sind dann an den Gleisen angeschlossen und dann kann man da Gas geben und bremsen. Es wird wahrscheinlich etwas schwierig möglich, aber vielleicht kann man ja eine Lok mal so bauen, dass sie so aus der Ferne steuerbar ist. Mal schauen. So, machen wir noch eins hin, sonst bleiben wir vielleicht am Baum hängen. So. Man könnte das sogar dann als Teststrecke benutzen. Also so, dass ihr Züge baut. Und dann können wir da dann die Züge testen. Ihr wisst ja die Mod, ne? Die gibt ja nur diese eine Mod da. Besorgt ihr die euch und dann wisst ihr, wie ihr eure Rails einstellen müsst. Eure Räder. Oder wie nennt man die Dinger bei den Zügen? Ja, Räder. Ich nenne sie jetzt einfach mal Räder. Oh, was ist da los? Warum geht das nicht? Oh, falsche Richtung. So. So müsste es jetzt gehen. Hm? Warte mal, ich glaube, ich bin selber im Weg. Kann das sein? Ja. Man muss mal voll aufpassen. Dann denkt man so, was? Wie? Oh mein Gott, das wird so geil! Dann machen wir noch so schöne Schilder und dann später kommen noch Weichen und Häuser will ich noch bauen und oh, das wird so geil, Leute. Das wird so geil. Aber es wird ein längeres Projekt, definitiv. Es wird auf jeden Fall etwas länger. Jetzt mal eine Folge dabei, eine Runde zu bauen. Wir haben jetzt, glaube ich, so ungefähr die Hälfte, könnten wir vielleicht haben. Super. Schaut euch das mal an, wie geil das wird. So im Schatten dann mit der Lok. Also ich will alte und neue Loks bauen. Ich will mal gucken. Ich würde das gerne so machen, dass man, die alten Loks, die werden nicht so schnell sein, ne? Da macht sich wahrscheinlich mal eine schöne alte Technik. Kraftaufbauendes Getriebe, also so, dass mit der Zeit die Kraft aufgebaut wird und dann wird sie immer schneller. Und ich will auch einen schnellen Zug bauen. Da muss ich mal gucken, mit mehreren Knöpfen kann man dann vielleicht so die Geschwindigkeit einstellen. Also, dass man vor den Kurven dann halt langsam fährt, sonst entgleist der Zug, ne? Kann man natürlich dann auch machen. Fällt mir auch übrigens ein, die Map wird es dann auch zum Download geben. Könnt ihr euch dann auch selber holen. Und ja, auch dann mit der Mini-Eisenbahn spielen. Mini-Eisenbahn in Anführungszeichen. So mini wird das jetzt dann doch nicht. So. Der will ihn mal querlegen, der Sack. Mal einmal um den Berg, ne? Das ist der Riesenberg. Der ist so geil, der Riesenberg. So. So, jetzt müssen wir mal gucken. Jetzt kommt gleich die Kurve. Also ich habe auch hier, das ist jetzt so der leichtere Teil, ne? Von der Strecke her. Es gibt aber auch Streckenabschnitte dann, wo man so viel Schlangenlinien haben. Mehr in diesem Bereich da hinten dann. Gibt es dann viele Schlangenlinien, wo man dann auch so ein bisschen links, rechts, dass das nicht so langweilig wird. Das hier ist halt jetzt so eher der gerade Part unserer Geschichte. Da wird dann hier so Gleisen gehen, dann auch nochmal so hinten hin, so Abstellgleise mäßig. Aber dazu müssen wir dann erstmal Weichen basteln. Da können wir vielleicht einmal eine basteln und die kann man dann als Template dann benutzen. Immer wieder mal. So. Okay, eins brauchen wir noch. Gut, einen Neuner brauchen wir jetzt hier nicht, ne? So, genau. Dann machen wir jetzt hier die Kurve hin und dann geht es da runter. Oder machen wir noch eins. Das. Mein Bild war jetzt ganz kurz schwarz, aber in der Aufnahme nicht. Das war jetzt etwas gruselig. So, nehmen wir das hier. Ich weiß nicht, vielleicht geht die Kurve jetzt auch da gar nicht mehr hin. Schauen wir mal.
passt noch hin. Sehr gut. So, jetzt fahren wir mal weiter da runter. Da irgendwo müssten jetzt die Gleise von dem anderen Teil sein. Müssen wir wahrscheinlich einmal nochmal links. Das ist natürlich schön, ne? Dass das ja zu 100% ineinander greifen wird, weil die ja alle gleich sind, die Teile. Und das macht das Ganze dann einfach. Man muss halt dann nur wieder irgendwie da drauf schließen. Und das ist halt einfach so cool. Also diese Mod, finde ich, geht in die Geschichte ein. Und das hätte es schon viel früher geben müssen, diesen Mod. Viel früher. Da seht ihr, da ist der Hügel und da sind die Gleise da hinten, da, zwischen den Bäumen da. Da müssen wir jetzt hin. Wir fahren jetzt da so ein Stück vor und dann gehen wir da so ein bisschen wieder eins rüber. So, genau. Und hier wird unser Bahnhof. Hier, so ein riesen Bahnhof will ich hier hin machen. Mit mehreren Gleisen. Ich habe ja auch schon überlegt, Doppelgleise machen, also parallel noch eine, wie es ja oft auch wirklich ist, ne? Links, rechts. Zweigleisig. Und dann gibt es ja immer manchmal so Verbindungen zu den verschiedenen Teilen. Also dass man dann auch rüber switchen kann. Aus welchen Gründen auch immer man das mal tun sollte. Aber es muss gehen, ne? So, jetzt müssen wir mal gucken. Ich glaube, wir müssen ein Grades bauen. Aber ich bin mir nicht hundertprozentig sicher. Deswegen laufen wir jetzt erstmal runter. Bauen erstmal von da unten hier hoch. Und dann haben wir unsere erste Rundbahn fertig. Das ist ja allerhand. Und dann würde ich sagen, bauen wir ja, gleich die zweite. Also nicht die zweite, aber also die will ich doppelgleisig machen. Also nebeneinander zwei Gleise. Ich weiß nicht, ob das so gut funktionieren wird, weil wir ja in den Kurven immer dieses kleine Problem haben, dass die Dinger hier so eckig sind. Müssen wir mal gucken, ob das geht. Ansonsten kann man wahrscheinlich die Blöcke unten wegmachen, dann müssen wir halt was selber basteln oder so. Oh, was ist da jetzt? Warum kann ich den nicht platzieren? Da geht nicht. Ich weiß nicht warum. Dann machen wir das jetzt einfach so, zack, zack. Hm, das geht auch nicht. Warum geht das nicht? Wahrscheinlich ist hier so leicht schräg, kann das sein? Dann schauen wir, dass wir eine Kurve kriegen. Au, mein Kopf. Voll drauf gedotzt. Alter, man sieht auch, die sind so riesig, die Teile, aber das leckt überhaupt nie, weil das einfach auch mega ressourcenschonend ist. Also, das ist ja hässlich. Ich kann ja nicht mehr hier eine Kurve mehr bauen. Ja, dann müssen wir hier einmal so machen. Gott sei Dank geht das. Okay, ja gut, dann gehen wir halt hier jetzt eins hoch. Hier, das meine ich. Man hat hier so einen Widerstand hier. Also wenn ich hier jetzt eine Kurve hinmachen würde, das würde nicht gehen. Aber man könnte wahrscheinlich die Blöcke hier unten wegmachen, dann würde es gehen. Das war dann ein bisschen schade, wegen der Optik halber, aber würde gehen. So, ich hoffe, dass wir. Das passt doch gar nicht hin, oder? Passt das da dran? Das passt doch gar nicht dran. Warte mal, was ist denn da los? Ach so, weil wir einen Dreier hatten. Das klingt jetzt falsch, aber ja, wir hatten ja. Ja, ihr wisst schon. So. Genau, da sieht man jetzt die Kurve hier. Die würde jetzt perfekt abschließen. So, dann schließen wir den hier dran. So, und jetzt immer geradeaus und dann kommen wir super da angeschlossen. Mein Gott. Leider haben wir nichts, was jetzt darf. Ich würde jetzt am liebsten jetzt sofort losfahren, aber wir haben nichts, was da jetzt fahren kann. So schade. Aber das Schöne ist, da können wir morgen ja, einen Zug bauen. Bauen wir morgen Zug. Voll cool. Auf jeden Fall. Das machen wir morgen.
So, genau. Und jetzt zeige ich euch, was ich meine hier. Ne? Also hier haben wir so eine Fläche hier. Seht ihr das? So, und jetzt kann ich hier was da wegmachen. Ach, das sind die Gleise. Ne, warte mal. Oha. Aha, das besteht aus solchen komischen Elementen. Da hoffe ich natürlich, dass wir da keinen Strich durch die Rechnung bekommen. Wo? Müssen wir mal gucken. Also gut, wir müssen nicht doppelgleisig bauen, ne? Müssen wir nicht. Wäre aber schön. Oder man baut es nicht so nah aneinander. Warum geht das jetzt nicht? Das ist, ist wurscht. Machen wir mal hier das hier weg. Ich weiß nicht warum, aber es ist so. Haben wir da irgendwo einen Fehler gemacht? Nee, das kann eigentlich nicht sein, weil das ja eigentlich perfekt abschließen müsste. Schauen wir mal. Nehmen wir jetzt mal einen Einser. Der müsste jetzt eigentlich perfekt da reingehen. Tut aber nicht. Warum? Der ist zwei Blöcke zu groß, komischerweise. Warum passt das jetzt nicht hundertprozentig hintereinander? Das werden wir wahrscheinlich nie herausfinden. Schauen wir mal. Es gibt ja hier... Das sind keine Geraden. Schade, warum gibt es keine kurzen Geraden? Ich meine, wir können mogeln, ne? Also... Man kann natürlich dann mit Stein oder mit Holz hier so eine Gleise erfinden. Aber mich wundert es jetzt trotzdem, dass das nicht hundertprozentig reinpasst. Wahrscheinlich haben wir irgendwo vielleicht doch einen kleinen Fehler gemacht. Gehen wir mal rum. Wir haben ja ein bisschen Zeit. Schauen wir mal. Aber eigentlich kann das nicht sein. Eigentlich müsste das 100% ineinander greifen. 100%. Aber es tut's nicht. Wieso? Also es müsste irgendwo eine Lücke sein. Durch diese eine Lücke könnte es rein... Wir können ja mit dem Auto fahren, wir müssen ja nicht laufen. Könnte es sein... So. Das weiß ich jetzt ehrlich gesagt auch nicht. Warte mal, jetzt machen wir mal hier wieder die Lücke zu. Mut zur Zahnlücke, meine lieben Freunde. So, ist die Lücke zu? Ja, sie ist zu. Okay, also das da hat nichts gebracht. Das kann man wieder löschen. Sehr gut, da freue ich mich. Wenigstens eine Sache. Aber woran liegt es, das weiß ich nicht. Egal. Wir lassen uns davon nicht zerstören. Boah. Lauter Einzelteile. Man kann natürlich, warte mal, wir könnten natürlich vielleicht, können vielleicht ein bisschen, warte mal, vielleicht können wir ja hier mit denen hier irgendwie mogeln, warte mal. Mal hier so, nehmen wir die mal rein, so. Dass wir so eine Reihe rüberkommen, wisst ihr, was ich meine? So brauchen wir erstmal einen Boden noch. So. Ja, nehmen wir einfach mal Stein, so. So, und zwar, ist ja klar, dass das nicht geht, ne? So, warte mal, genau, so ein, so eine Schiene so rüberkommen, irgendwie. Ich mach das jetzt einfach mal hier so eine Fläche hin, dann können wir nachher das schön machen. So, warte mal. Sagen wir die hier, das ist ein bisschen stärker, noch stärker, noch stärker, noch stärker. Ach so, aha. Verstehe. So, jetzt haben wir das hier so. Da sind wir eine Reihe rübergerutscht. Und jetzt würde ich gerne... ...wieder, ja, irgendwie gerade werden.
Das geht nicht, aber das wäre eigentlich ziemlich cool. Nein, nein. Nein. Nee. Oh, das funktioniert nicht. Nee, das geht nicht. Aber es war ein guter Versuch. Ja, ich probiere mich jetzt hier weiter irgendwie rum. Keine Ahnung, wie ich das jetzt löse, aber ich finde schon eine Lösung. Wir sehen uns morgen in einer neuen Folge, liebe Leute. Ich hoffe, ihr schaltet wieder ein, wenn es heißt, Xauk baut eine Mini-Eisenbahnlandschaft. Wenn euch eine Idee einfällt, wenn ihr sagt, Xauk, ich weiß warum, ich habe was gesehen, dann lasst es mich wissen. Ich wäre sehr erfreut und mit überaus dankbar, also euch überaus dankbar, wenn ihr mir den entscheidenden Tipp geben würdet, warum das blöde Ding nicht will, wie ich es will. Jo, dann würde ich sagen, bis morgen zu einer neuen Folge. Ciao!